Ich möchte euch heute etwas erzählen. Es geht um eine kleine Abenteurergruppe, die es nicht leicht hatte in ihrer Zeit. Sie hatten mit der Pest zu kämpfen. Das ganze Land wurde von der Pest dahingerafft. Sie versuchten gemeinsam einen Weg zu finden, um endlich diese Pest, diese Qualen hinter sich zu lassen. Und machten sich damit als Gruppe auf den Weg mit dem Ziel, ein wunderbares Plätzchen für sich zu finden, hoffen auf ein wunderbares Plätzchen. Die Abenteurer liefen durch das ganze Land und als die Pest endlich sich dem Ende neigte, die Zeit der Pest, fanden sie Hoffnung, als sie sahen, wie ein strahlendes, blühendes Tal vor ihnen aufging, als sie über den Berg blickten. Und man konnte endlich durchatmen. Ein Moment der Stille kehrte ein. Jeder wusste, man hat das richtige Tal gefunden. Man müsse nur noch einen Platz finden, um eine Zukunft aufzubauen. Und so machten sich die Abenteurer auf den Weg, ein neues, eigenes, kleines Dorf zu gründen. Mit dem Ziel, endlich in Frieden und in Ruhe leben zu können. Somit gründeten die Lettensiedler eine neue Siedlung und fingen an, ihre Häuser zu bauen. Es begann mit ein, dann wurden es zwei. Und immer mehr Gebäude erstrahlten in der Sonne des Tals, in neuem Glanz. Und wer diese tapferen Abenteurer waren, möchte ich euch gar nicht vorenthalten. Wir fangen mit der Anführerin an, Svetien, eine eigensinnige Söldnerin, die bereits sogar Italien durchstreifte, mit einer Gruppe freier Männer, die sich St. Georg nannten, deren Ziel Plünderung und Chaos war, die die schlimmsten Probleme verursachten. Aber alle guten Dinge müssen enden, und Svetien war optimistisch und konnte dem Galgen entkommen. Sie war angeklagt wegen Bagatelldiebstahl. Nachdem die Plage angefangen hat, erzählten Barden, wie Svetien die Verriegelung der Tore befahl. Taub für das jämmerliche Wehklagen und Schaben draußen. Durch schiere Willenskraft hielt Svetien die Auslöschung in Swayfield in Schach. An diesem Tag wurde Svetien eine legendäre Führerin. Doch leider konnte die Pest durchdringen. Sie hat es versucht, lange zu halten. Aber jeder im Dorf, jeder in der Stadt wurde dahingerafft. Sie hat es lange durchgehalten, aber trotzdem konnte die Pest gewinnen und Svetien musste flüchten. Dabei schloss sich Winifred an. Winifred war schon immer ein sehr guter Langbogenschütze. Aber das Pflügen und Mähen hatte im Allgemeinen Vorrang bei ihm. Winifred wurde für den Kampf in Frankreich angeworben, der bei der Belagerung von Tournai endete. Und diese Schlacht sollte nicht nur eine neue Szene für seinen Bogen bringen, sondern auch eine Geschichte für die Lagerfeuer. Nachdem die Plage fast vorüber war, streunte Winifred meistens durch die Mühlen umher und bettelte oder stahl Mehl, um Brot zu backen. Aber das Brot war nicht für ihn selbst. Er backte einfaches Fladenbrot und verteilte es an die hungernden Dorfbewohner, die sich gerade noch an den Trümmern ihres früheren Lebens klammern konnten. Das hielt Winifred beschäftigt und zielstrebig. Doch irgendwas in ihm sagte, es kann nicht auf ewig diese Sache sein. Dann traf er auf Satyen, das Kätzchen von Swayfield. Und mit ihrer Schönheit und Nachdenklichkeit überzeugte sie Winifred, weiterzuziehen, ein Land zu finden, was den Wünschen aller entspricht. Sie zogen weiter und im nächsten Dorf trafen sie auf Kemmer, eine ausgefuchste Waffenschmiedin. Sie konnte alles nach ihrem Willen biegen, insbesondere glänzendes Metall. Als ehemalige Lehrling eines Meisters aus Chartres hatte sie Hammer und flinke Finger entwickelt, die sie bis in die Waffenkammer des Londoner Arsenals brachten. Dort arbeitete sie mehrere Jahre. Als die Welt sich veränderte, plünderte Kemmer eine feine Schere aus einem aufgeblähten Leichnam. Sie fing an, Stoff von den toten Gliedern abzutrennen, doch daraus tragbare Kleidung zu machen, war nicht das Leichte. Sie übte und übte weiter und fing an,
erste Kleider zu schneiden. Und dieses Handwerk verfeinerte sie, wie sie erstmalig Kleider für die ganzen Leute schneidern konnte. Svetlana ging auf sie zu und fragte, wie sie die Kleider machte. Kemma erklärte es ihr und es stellte sich schnell heraus, dass Kemma zwar Spaß an diesem Ganzen fand, aber es nicht das war, was sie erfüllte. Winifred und Svetlana redeten mit ihr und sie kamen auf einen Nenner, dass sie weiterziehen möchten. Sie zogen weiter durchs Land, durchstreiften mehrere Städte, suchten immer nach diesem glorreichen Tal. Doch es kam einfach nicht. Doch dann trafen sie auf Adam, ein ehemaliger Bierbauer vor der Apokalypse, der es dem Abt übel nahm, dass er seine Gabe benutzte, um fromme Männer betrunken zu machen. Doch ein Unternehmer kann man nicht aufhalten. Adam fühlte sich während der Apokalypse dem Zirkel von Avalon hingezogen. Adam hatte insgeheim schwache, unterwürfige Christen verachtet und war erleichtert, dass andere dasselbe empfanden. Doch wie alles hat es auch ein Ende. Und er fing an, durch das Land zu streifen, bis er auf die Gruppe von Svetlana, Winifred und Kemmer traf. Sein Traum war es, schon immer Bier in Freiheit zu brauen. Und so schloss er sich an, um sich niederzulassen und endlich das beste Bier zu brauen. Man zog weiter. Auf dem Weg ins nächste Dorf trafen sie auf einen Mann, der unter Haselnuss und Weißdorn saß und sehr abwesend wirkte. Man sprach ihn an, aber es kam keine Reaktion. Dies war Brent. Brent war ein weissagender Viehdoktor. Der Wanderer aus Barcelona hatte die Gabe, Tiere zu heilen und im Notfall auch Menschen. Er war gelehrt, kannte den maurischen Glauben und die Lehren von Galen und Aristoteles. Brent hatte einen ausgezeichneten Sinn für Humor. Nachdem die Plage fast vorüber war, lebte Brent nach der Lehre von Eiche, Esche und Dornen, versuchte den Zusammenbruch der Zivilisation zu ignorieren und suchte Trost unter den Bäumen, weswegen er auch dort saß. Und er lauschte den Geflüster des hellseherischen Volks. Und manchmal wurde er wie in diesem Fall belohnt. Er traf somit auf Svetlana, Kemma, Adam und Winifred und unterhielt sich. Er wollte eh eine neue Möglichkeit haben. Er wollte was Neues haben. Er wollte sich endlich zur Ruhe setzen und sich nur noch um sein Vieh kümmern. Und das sollte nicht lange dauern, bis er belohnt wird. Somit schloss er sich der Gruppe an und machte sich mit der Gruppe auf den Weg. Der Weg der Gruppe führte sie in ein Herrenhaus eines Grafen. Dort trafen sie auf Noah und den Grafen. Man merkte, Gnoa hat deutlichen Einfluss auf den Grafen, doch sie war nicht immer die Geliebte oder die Frau des Grafen. Nachdem die Apokalypse fast vorüber war, wurde sie die Geliebte des Grafen, einfach weil sie ihn tröstete, während seine eigentliche Frau im Sterben lag. Und als es ihr wieder besser ging, erpresste Gnoa ihn und schaffte es sogar, dass die Frau in einen fernen Turm verbannt wird. Doch Gnoa war nicht immer so. Die gefällige Fuhrmännin hatte es satt, Mist zu schaufeln, während der Vogt über ihre Schulter schaute. Und noch ärgerlicher war der elende Bauer, der nicht fair und anständig mit Bier bezahlt, wenn Gnoa den Mist auf den Feld brachte. Zumindest hatte sie einen starken Rücken. Und als sie diese Chance sah, dass die Frau im Sterben lag und Gnoa ist jetzt, war zu dieser Zeit nicht die hässlichste, schloss sie sich einfach dem Grafen an und bezauberte ihn. Doch der Graf wurde immer frustrierter und Gnoa war es nicht mehr so sicher, wie sie sich immer wägte. Daher schloss sie sich der Gruppe an, bevor irgendwas schief gehen konnte, sie festgenommen wird, in den Kerker geschmissen wird oder ähnliches, ging sie lieber, verließ den Grafen und machte sich auf den Weg in ein neues Leben. Und so kommen wir zum Ende des ersten Teils des Storytellings.
Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Es war manchmal ein bisschen stockend, das tut mir sehr leid dafür. Ist wie gesagt mein erstes Mal und ich konnte es auch nicht ausspielen, weil wie gesagt meine Hand es nicht möglich machte. Das Ganze sind AI-generierte Bilder dank ChatGPT. Dafür bin ich sehr dankbar. Props gehen raus. Nee, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ich hoffe, dass ich daran anschließen kann. Wie gesagt, ich muss mich erst in das Ganze noch reinfinden. Aber es ist cool. Ich muss mich noch daran gewöhnen, dass ich eine Geschichte dazu schreibe, also dass ich mir wirklich Mühe mache. Und ich bin noch am Überlegen, wie ich das in Going Medieval einbaue. Denn Going Medieval ist jetzt nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber wie gesagt, wenn ich einfach spiele und mir eine Story dazu überlege, glaube ich schon eher, dass es klappen könnte. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo da lassen und gerne die Glocke aktivieren. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ich das hier jetzt noch fertig kriege, beziehungsweise ob ich da überhaupt noch viel arbeite dran, sondern erstmal nur euch diese Story gebe. Natürlich dann weitermache mit der nächsten Story bald. Also das ist jetzt Teil 1, wie sich diese Siedlung gegründet hat. Und genau, dann einfach weiter, wie die Leute dazugekommen sind und dann steigen wir wahrscheinlich wieder ein in das Spiel. Bis dahin habe ich dann auch genug gespielt und kann euch eine kleine Geschichte dazu machen. Es ist halt, es wird vielleicht nicht mehr so oft kommen, weil es ist noch mehr Arbeit, als ich mir vorgestellt habe. Vor allem kann ich halt nicht so gut vorausplanen in Going Medieval, weil es zum Beispiel nicht wie in RimWorld ist, dass man die mehr steuern kann. Aber ich schaue einfach mal und schaue, wie ich das umsetzen kann. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Gerne in die Kommentare schreiben, was ich verbessern kann, was euch gefallen hat, ob ich überhaupt was verändern soll, ob das so passt. Und dann bin ich gespannt, wie es später im Spiel sein wird. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao.